und wieder ein neuer Fall für dich. Da gab es ja ein paar Übermütige, die nach was Schwererem geschrien haben. Kein Problem. Steigen wir auf zum nächsten Schwierigkeitslevel. Und ich bin gespannt, ob du auch diesen Case knacken wirst. Oh, und damit wir uns richtig verstehen. Es reicht nicht mal, hier und da auch richtig gelegen zu haben. Es geht darum, die Situation in ihrem Gesamtanspruch zu erfassen und zu lösen. Darum jetzt aufgepasst, denn dieser Fall kommt erst einmal ganz harmlos daher. Achim hat die Aufgabe, einen speziellen Kundenkreis während einer begrenzten Aktion für einen neuen Artikel zu gewinnen. Er hat, wie du weißt, die Fähigkeit dazu. Und er ist ein sehr geselliger Mensch, der hervorragende Kontakte zu Kunden pflegt. Doch du stellst nun fest, dass der Zeitrahmen der Aktion gefährdet ist. Stark gefährdet ist, da Achim pro Woche anstatt 40 nur 20 Kunden besucht. Er verplauscht sich. Und du weißt, dass sein geflügeltes Sprichwort lautet, kommt Zeit, kommt Rat. Nun, du hast keinen weiteren Mitarbeiter, den du noch mit ihm einsetzen könntest. Sprich mit ihm. Auch in diesem Führungsfall wirst du entscheiden müssen, was zu tun ist. Ich will wissen, was die Falle ist, was der Worst Case wäre, wenn du versagst und was du konkret, Betonung auf konkret, machst, um die Situation, und zwar auf allen Ebenen, in den Griff zu bekommen. Nachhaltig. Schreib mir deine Analyse, deine Führungsansätze und deine Intervention in die Kommentare. Ich melde mich morgen mit der Auflösung zurück. Tja, naja, der Fall nervt ja gewaltig. Und nicht nur für den schnöden Mammon, sondern auch für den eigenen inneren Frieden ist es existenziell, solch einen Fall vollumfänglich zu lösen. Denn wenn du nur Führungskraft bist, dann bist du es mindestens leid, dass Achim nicht macht, was man ihm sagt, sondern das, worauf er Bock hat, nämlich nett mit den Kunden zu plauschen, anstatt Abschlüsse zu generieren. Wenn du sogar der, die das Unternehmer bist, dir die Bude gehört und du für jeden Fehler deiner Mitarbeiter nicht nur haftest, sondern auch monetär noch draufzahlst, dann, ja, dann kotzt du wahrscheinlich gerade innerlich im Strahl vor Wut. Zur allgemeinen Befriedung der Sachlage also kommt hier die Auflösung. This is Clearance Case 4. Zwar haben wir noch kein Gespräch mit ihm in dieser Angelegenheit geführt, doch du kennst deine Pappenheimer ja. Und wenn sich Achim dann durch das tiefenentspannte kommt Zeit, kommt Rat auszeichnet, dann hat er bezeichnenderweise kein Risiko in der Angelegenheit. Und das ist schlecht. Das weiß ja jeder Jurist, jeder Unternehmer. Ach, jedes Kind sollte das wissen. Wenn das Risiko nicht gleich verteilt ist, dann ist klar, wer draufzahlt. Der, dem es weh tut, wenn etwas schief geht. Den einen tut es innerlich weh, weil ihr schlechtes Gewissen und ihre Verantwortungsbereitschaft nie zulassen würden, dass sie sich einfach aus der Affäre ziehen. Den anderen tut es tatsächlich auch noch äußerlich weh, weil Gelder und weitere Ressourcen sinnfrei verraucht werden. Von denen, die nichts in der Sache zu verlieren haben. Und das ist eine grundsätzliche Strukturfrage, die du in deiner Führung, ach, was untertreibe ich da, in deinem Leben regeln musst. Sieh zu, dass die Risiken fair verteilt sind, sonst zahlst du drauf. Sieh zu, dass Verträge nicht nur Bonus, sondern auch Malusklauseln enthalten, sonst zahlst du drauf. Das mal so ganz grundsätzlich. Nun zurück zu Achim im konkreten Fall. Es verbietet sich von selbst, Achims Verdaddelei durch weitere unterstützende Kollegen zu belohnen und dabei zeitgleich das Unternehmen mit den Mehrkosten zu bestrafen. Diese Mehrkosten nämlich müssen die meist wenigen Leistungsträger dann auch noch schultern. Das ist nicht einfach nur unfair, sondern auch unwirtschaftlich für das Unternehmen und definitiv unsozial von den Leistungssimulanten. Achim bekommt nun also weder Verstärkung noch einen Plauschtermin bei dir, sondern eine Ansage. Lieber Achim, gib Schub! Und sollte von dir die Anweisung bezüglich der Kontaktfrequenz weiterhin missachtet werden, dann hat dies für dich personalrechtliche Konsequenzen. Wollen noch mal sehen, ob das nicht auch prima motivieren kann. Apropos Motivation. Achim ist mindestens Kontakter, wenn nicht sogar Vertriebler. Die sind, wie man weiß, gut im Kontakt, aber nicht so gut in der Organisation. Es sei denn, sie haben richtig viel Motivation. Und die kommt typischerweise daher, dass sie etwas vom Erfolg abbekommen. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Motivation definitiv sehr viel geringer. Und wenn dann auch noch keine Beteiligung am Misserfolg existiert, warum sollte er sich denn dann stressen? Tja, Achim zeigt dir in diesem Fall gerade, dass du strukturelle Schwächen dringend zu beheben hast. Du weißt ja, stell dich deinen Problemen, sonst stellen sie dich. Und wenn du den Eindruck hast, dass du dir dein Führungsleben deutlich erleichtern kannst, dann melde dich.